ja, einfach großer Konzertsaal und der Cellist neben mir hat einfach mittendrin angefangen, mit seinem Bogen so in seinem Ohr zu popeln und dann in seiner Nase halt einfach irgendwie Quatsch gemacht. Oha. Und ich musste so krass lachen und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich darf jetzt auf keinen Fall lachen, weil ich spiele gerade eine Totenmesse. Ja. Und dann wurde es immer noch witziger, weil ich halt das auf ist keinen ja auch Fall... Schlimm dann. Genau, ja, genau. Das ist das Schlimme, wenn man nicht lachen darf, dann wird es immer noch witziger. Ja, ja, und dann hatte ich einfach so einen Lachanfall und konnte nicht aufhören und das war ganz, ganz schlimm. Das war total unangenehm, mitten in dieser Totenmesse dann einfach lachen zu müssen. Ja, und mein Kollege fand das super witzig und hat dann einfach immer weitergemacht und hat es natürlich auch befeuert. Ja, das war eher unangenehm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.